Ja, dann legen wir los. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Überschreiben, Überschreiben. Das ist eine Veranstaltung im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem gleichen Titel, ausgerichtet vom Studiengang Kreatives Schreiben und Texten an der SAH Hochschule der Populären Künste in Berlin. Und ich freue mich sehr über alle, die eingeschaltet haben und dabei sind, hier auf Zoom oder auch über den Facebook-Stream. Ich begrüße ganz besonders herzlich Lena Albrecht, die ich gleich noch weiter vorstellen werde. Freue mich auch, dass meine Kollegin Nadja Sennewald da ist und den Chat und die Fragen betreut. Und stelle mich auch kurz vor. Ich bin Katrin Girgensohn. Ich bin Professorin im Studiengang Kreatives Schreiben und Texten hier an der School of Popular Arts der SRH, Berlin University of Applied Sciences. Und freue mich sehr, heute hier diese Veranstaltung machen zu können. Ich bedanke mich gleich auch schon beim Deutschen Literaturfonds dafür, dass er diese Veranstaltungsreihe ermöglicht durch das Förderprogramm 1000 literarische Wiederbegegnungen, das das Ziel hat, die Literatur und die literarische Kultur in Zeiten der Pandemie und nach der Pandemie wiederzubeleben. Wir werden den Abend heute so gestalten, dass Lena Albrecht nach einem kurzen Einstieg etwas lesen wird. Dann gehen wir in ein Gespräch zum Thema überarbeiten. Und dann werden auch alle, die heute live dabei sind, die Möglichkeit haben, Fragen an Lena zu stellen. Das geht über die Chatfunktion in Zoom und Facebook oder auch indem man sich hier auf Zoom bemerkbar macht. Und meine geschätzte Kollegin Nadja Sennewald betreut den Chat für uns und hat die Fragen im Blick. Lena Albrecht wird dann noch einmal etwas lesen und es wird noch mal Gelegenheit für weitere Fragen geben. Und ich freue mich jetzt, Lena Albrecht vorzustellen. Lena Albrecht wurde 1986 in Berlin geboren. Sie studierte literarisches Schreiben in Leipzig und Berlin sowie Kulturwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie arbeitet als freie Dozentin, Lektorin und Journalistin, unter anderem für die Redaktion Radiokunst von Deutschlandfunk Kultur. Ihr Debütroman Wir im Fenster ist 2019 im Aufbau Verlag erschienen. Und dieser Roman spielt übrigens ganz in der Nähe unserer Hochschule in Berlin-Schöneberg, wo Lene Albrecht aufgewachsen ist. Sie ist Teil des Autorinnennetzwerks Writing with Care, Writing with Rage. Lene, schön, dass du heute hier bist und uns Einblicke in deinen Schreib- und Arbeitsprozess gibst. Ja, hi, ich freue mich auch, hier zu sein. Sehr schön. Ich frage mal gleich, wo bist du denn gerade? Ist das deine Arbeitsumgebung? Ich sitze gerade hier im Wohnzimmer in meiner Wohnung. Nicht im Bild sind die Wäscheberge und Spielzeugberge und das Chaos drumherum. Aber tatsächlich ist es so, dass ich beim Arbeiten immer sehr oft den Platz wechsle. Also ich habe zwar einen Schreibtisch, der in unserem Schlafzimmer steht, aber prinzipiell schreibe ich manchmal in der Küche, manchmal im Wohnzimmer, manchmal an meinem Arbeitsplatz sozusagen. Und egal, wo ich mich hinsetze, entstehen immer diese schönen Bücherberge, die man hier vielleicht hinter mir sieht. Also das sind die Spuren, die ich dann so hinterlasse. Genau. Sind das so die Bücher, die du dann immer wieder zwischendurch zur Hand nimmst? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert, aber es werden dann, ich schlafe sich dann so und dann irgendwann sortiere ich sie wieder alle ein, aber irgendwie immer so, ah ja, vielleicht wollte ich nochmal nachgucken, was diese Person oder jene Person geschrieben hat dazu oder ja. Und wenn du sagst, du sortierst sie wieder ein, das heißt, du hast eigentlich ein System. Das Ja, interessiert mich nämlich passt. immer, wie Leute mit vielen Büchern das machen, dass sie sie wiederfinden. Ja, ich habe tatsächlich auch so eine Kiste, die sieht man jetzt hier rechts, die tatsächlich auch immer da steht, die ist jetzt nicht so inszeniert hier, wo ich quasi gerade alle Bücher, die zu meinem neuen Romanprojekt gehören und so lose Texte und irgendwelche Sachen, die ich ausgedruckt habe, die ich dann sozusagen da drin sammle. Super.
Ja, apropos neues Romanprojekt. Du hast zwei Texte mitgebracht, hast du gesagt, aus denen du heute was mit uns teilen würdest. Wollen wir vielleicht als Einstieg mit einem von denen anfangen, was zu hören? Ja, sehr gerne. Also ich habe mir überlegt, nicht aus dem Roman zu lesen, den ich geschrieben habe und der schon erschienen ist, weil es eben auch schon eine Weile zurückliegt, sondern dachte mir, ich mache heute wirklich mal einen Werkstatt-Einblick und lese aus Texten, die eben noch nicht fertig sind. Und der erste Text ist eine Kurzgeschichte, an der ich gerade schreibe, die heißt Die Andere. Und wegen der Zeit lese ich jetzt sozusagen die erste Hälfte und die zweite Hälfte ist auch noch nicht ganz fertig. Insofern passt es ganz gut. Super. Seit einer Stunde saß ich in der Küche, noch in Mantel und Stiefeln und wagte es nicht, sie auszuziehen, obwohl ich darunter furchtbar schwitzte. Dunkelheit flutete den Raum. Ich stellte die Heizung niedriger und dachte an die andere. Und daran, wie sie unter dem grellen Neonlicht ausgesehen hatte, das Gesicht wie eine Maske. Sie musste große Schmerzen gehabt haben. Alles in Ordnung? Fragte ich, obwohl ich selbst sehen konnte, dass nichts in Ordnung war, gar nichts. Der Fuß war seltsam verdreht, mindestens um 45 Grad und so sehr geschwollen, dass der Schuh ohnehin nicht mehr darüber gepasst hätte. Sollen wir nicht doch eine Pause machen, fragte ich auf dem Weg vom Taxi zum scheußlichen Eingang der Notaufnahme, vor dem Menschen standen, die den Eindruck machten, ihr ganzes Leben sei ein einziger großer Unfall gewesen. Sie biss die Zähne zusammen und schüttelte den Kopf. Die Geschichte, die wir uns gegenseitig erzählen, wenn wir uns dreckig fühlen, beinhaltet wahlweise Begriffe wie Kleinkindkotze, durchwachte Nächte, Mental Load, Chaos. Es geht um Wutanfälle, Katastrophen und ganz gewöhnliche Ausnahmezustände. Es geht um Abende wie diesen Abend im Oktober. Als ich nach Hause kam, schliefen mein Mann und das Baby schon. Ich ging kurz ins Schlafzimmer, um sie atmen zu hören, das langsame und gleichmäßige Luftholen meines Mannes und das kürzere Schnaufen des Babys dazwischen. Die Dunkelheit war vollkommen, eine Wärme umfing mich, ich war beruhigt. Im Zimmer roch es säuerlich. Und es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass es meine eigene Milch war, die mein Mann nur halb verfüttert und dann auf der Kommode stehen gelassen hatte und die sich jetzt in ihre einzelnen Bestandteile zersetzte, oben das Fett, unten der wässrige Teil. Noch immer hatte ich meine eigene Milch nicht probiert und in Momenten wie diesen fragte ich mich einmal mehr, warum eigentlich nicht. Kurz überlegte ich mich einfach zu ihnen zu legen, der Schwere nachzugeben, aber ich schloss die Tür und ging stattdessen in die Küche. Es war kurz nach Mitternacht. Ich hatte mir weder die Zähne geputzt noch das Gesicht gewaschen und seit ich denken kann, ist ein Verzicht auf eines von beidem der Anfang vom totalen Kontrollverlust. Und wo ich schon mal wach war, füllte ich Wasser in den Kocher, setzte mich an den Küchentisch und wartete, um mir einen Pfefferminztee frisch aufzubrühen und diese Leerstelle voll auszukosten. Den ganzen Nachmittag und Abend hatte ich im Studio verbracht. Nachrichten gesichtet, Texte verbessert, Ansagen eingesprochen. Die konzentrierte Stille in den Räumen hatte mich friedlich gestimmt. In Wirklichkeit war es vielleicht auch die Tatsache gewesen, dass ich mich einer Sache komplett hatte zuwenden können, ohne dabei ständig die blanken Brüste auspacken zu müssen, um mein Baby zu stillen. Noch vor wenigen Monaten hatte ich nicht geglaubt, dass Arbeit mir so viel Friedlichkeit schenken konnte. Sie vibrierte nach, hielt den ganzen Heimweg über an, sogar noch als ich entschied, die Abkürzung durch den dunklen Park zu nehmen, wo erst kürzlich ein Kollege überfallen und ausgeraubt worden war. Der Personaldienstleister hatte eine E-Mail höchster Priorität mit dem Betreff Warnung herumgeschickt. Zu meinem eigenen Erstaunen fürchtete ich mich nicht, im Gegenteil, ich lief mit kurzen, festen Schritten. Die kalte Luft pustete mein Hirn durch, es war Oktober und ich fühlte mich für alles gewappnet. Jetzt saß ich am Tisch in meiner eigenen Wohnung und hörte auf einmal das Summen. Eine bunt schillernde Fliege setzte sich auf die Platte vor mich zwischen die Krumen vom Abendbrot, knisterte mit ihren Flügeln. Sie setzte sich auf benutzte Teller, dreckiges Geschirr, das ich vorher nicht wahrgenommen hatte. Etwas Milch war verschüttet, eingetrocknete Ränder von Kaffeetassen ergaben ein abstraktes Muster. Die Fliege zuckte unter dem Licht, ihre Flügel warfen Schatten, aber das Summen kam jetzt von weiter oben.
Ich richtete den Blick zum Lampenschirm aus himmelblauer Emaille, wo mindestens 10 weitere Fliegen saßen, innen und außen, auch an den Wänden ein ganzer Schwarm, und dann waren sie plötzlich überall. Durch meine Präsenz aufgestört, flogen sie von einem Möbel zum anderen. Für Minuten tat ich nichts, außer ihrem Treiben zuzusehen. Manche kopulierten, andere aßen unsere Reste. Dann stand ich auf, zog den Stecker vom Wasserkocher, löschte das Licht und verließ die Küche ohne den Tee. Im Bad fiel mir wieder ein, dass wir den Bioabfall nicht entsorgt hatten, einen Tag, mehrere oder sogar Wochen. Die Fliegen waren mir aufgefallen, aber nicht in dem Umfang. Ein Umfang, den ich noch nie irgendwo gesehen oder überhaupt für möglich gehalten hätte. Kurz kämpfte ich mit der Idee, meinen Partner zu wecken, um ihm zu sagen, dass wir jetzt etwas tun mussten. Aber was hätte das genau um diese Uhrzeit schon sein können? Ich legte mich auf die Couch, zog die Decke über den Kopf. Auf diese Weise rettet man Pferde aus einem brennenden Stall, so hatte ich es irgendwo gelesen. Wenn sie die Flamme nicht sehen, heißt es, haben sie weniger Angst und geraten nicht in Panik. Am Morgen waren die Fliegen immer noch da. Sie waren sogar mehr geworden. Das Baby gurgelte vor Freude, wenn sich ihm ein Tier näherte, kurz setzte, dann wieder davonflog. Es war 6 Uhr, mein Mann hatte mir das Kind nach einer unruhigen Nacht gebracht, das Brot war alle, der Kühlschrank war leer. Als mein Mann aufwachte, sagte ich, wir müssen etwas unternehmen. Jetzt. Er rieb sich den Schlaf aus den Augen, wir kauften Fliegenfallen. Dottergelbe Streifen, die mit einer klebrigen Substanz bestrichen waren und an den Fingern haften blieben. Ich hängte sie an den Lampenschirm, im Bad, über den Wickeltisch. Ich brachte auch den Abfall runter, mein Mann wischte die Schränke aus. Im Internet recherchierten wir, dass man auch die winzigen Eier erwischen musste. An den Streifen klebten jeden Tag neue Körper, die zuckten und sich wanden, irgendwann aufgaben, aber die lebenden Exemplare wurden trotzdem nicht weniger. Sie nahmen immer mehr Räume ein, waren jetzt nicht nur in Küche und Bad, sondern auch im Schlafzimmer. Das war der Moment, in dem ich kapitulierte. Nach einer Woche rief ich die Nummer an, die Nora mir gegeben hatte. Nora war mit ihrem dritten Kind schwanger, arbeitete halbtags in einer Agentur und konnte nur müde und wissend lächeln, als ich ihr erklärte, dass eine Putzhilfe, noch dazu schwarz bezahlt, für mich politisch mehr als fragwürdig war und eigentlich nicht in Betracht kam. Nach einer Weile merkte ich, dass wir nicht die Einzigen waren. Wie ein geheimer Club, der sich nun für meine Augen und Ohren öffnete, da ich eine von ihnen war, erzählten mir Menschen unbefangen von ihren Putzfrauen, die sie selten beim Namen nannten. Die wiederum schienen ein unsichtbares Netz durch die ganze Stadt zu spinnen. Katja, Noras Empfehlung, sagte, sie habe keine Kapazitäten mehr, aber sie könne mir Valentina vorstellen. Schon 2 Tage später standen sie vor der Tür, wir liefen zusammen durch die Wohnung. Mit wenigen Handgriffen hat mein Mann und ich versucht, das gröbste Chaos einzudämmen. Beide hatten sie ihre Schuhe ausgezogen, ordentlich im Flur abgestellt, aber die knisternden Mäntel angelassen. Ich roch die Zigarette, die sie wahrscheinlich gerade eben unten noch hastig aufgeraucht hatten. Katja übernahm die Führung. Laken wechseln, Boden wischen, Wäsche zusammenlegen. Ich nickte oder schüttelte den Kopf. Katja übersetzte. Ich wusste nicht was. Valentina sprach kein Deutsch und lächelte nur schüchtern, wenn ich sie direkt ansprach. Hinter uns lief mein Mann, der das Baby in der Trage vor die Brust geschnallt hatte, hin und wieder gluckste es. Wenn andere Stimmen im Raum waren, schien es immer zufriedener, als wenn es mit uns allein war. Und ich wusste nie, ob ich das persönlich nehmen sollte. Mein Mann, der ein höflicher, ein guter Mann ist, bot ihnen mit sanfter Stimme erst einen Kaffee, dann ein Glas Wasser an, aber sie lehnten beides ab und behandelten ihn von da an wie Luft. Katja wiederholte immer wieder, Valentina ist eine gute Frau. Ich nickte, natürlich, ich lächelte. Ich wollte, dass sie beide wussten, dass ich nicht eine dieser dekadenten Frauen war, die andere ihren Dreck aufwischen ließen. Natürlich war ich das, aber auch wieder nicht. Dies hier war schließlich ein Ausnahmezustand. Mit der Zeit lernte ich, dass der Ausnahmezustand ein Wort ist, das unendlich gedehnt werden kann. Die Ausnahme ist mit Kleinkind der Regelfall, nichts läuft niemals nach Plan. Und ich glaubte zu wissen, was sie dachten, dass ich keine gute Frau war. Die Wohnung war voller Staubmäuse, die von einer Ecke in die andere flohen, während wir durch den viel zu langen Flur schritten, in den Ecken hingen Fäden, wie exotische Lianen unter der Spüle tropfte es, die Luft dort unten war heiß und feucht, es roch immer noch torfig nach dem Bioabfall, der sich langsam zersetzte.
Einmal hat es einen Deckel gegeben. Ich erinnerte mich nicht mehr, wie er abhanden gekommen war, und bis jetzt hatten wir keinen neuen besorgt. Mittlerweile war es in der Küche stockduster, aber meine Augen hatten sich daran gewöhnt. Tatsächlich fing ich auf einmal an, mehr zu sehen. Auf dem Tisch stand die Kiste mit den Putzmitteln. Sie verströmte einen Geruch nach Essig. Der Staubsauger stand mitten im Weg. Das Kabel war eingesteckt und schlängelte sich durch den ganzen Raum. Ich schälte mich aus dem Mantel, roch meinen eigenen Schweiß. Aus einer der Seitentaschen holte ich mein Handy. Das Display leuchtete viel zu hell. Es war schon nach 7, mein Mann mit dem Baby immer noch nicht zu Hause. Wo seid ihr? Schrieb ich. Vermisse euch. Ich löschte den letzten Teil und schickte nur die Frage. Ohne es zu wollen, hatten meine Finger WhatsApp geöffnet. Ich scrollte zu Valentinas letzter Nachricht von heute Morgen. Ihr Status war unverändert. Das Foto, auf dem sie in die Kamera lacht, die beiden Jungs, die sie von hinten umarmen, ein Kopf über der linken, einer über der rechten Schulter. Zahnlücken, dieselben grauen, wachen Augen. Mein Magen zog sich zusammen, seit heute Mittag hatte ich nichts gegessen. Kurz überlegte ich, Valentina zu schreiben, aber ich wusste nicht, was das hätte sein können, also legte ich das Handy beiseite. Valentina kam an allen Dienstagen und Samstagen. Kaum hatte sie die Wohnung betreten, wechselte sie ihre Straßenschuhe gegen einfache Flipflops. Während ich mich beeilte, mit dem Baby vor die Tür zu gehen, um Besorgungen zu machen, ging sie rasch in die Küche, um dort zu beginnen. Nach 3 Stunden glänzte alles frisch poliert, die Schuhe im Eingangsbereich waren geordnet und die 3 Scheine, die ich stets unauffällig auf der Kommode platzierte, fehlten. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Irgendwann nahm ich diesen Geruch wahr, der in der Wohnung hing, lange noch nachdem sie sie verlassen hatte. Kein Parfüm, zumindest nicht nur. Es war ihr ureigener Körpergeruch, einer, der nur durch schwere Arbeit, Sport oder Sex zum Vorschein kommt. Die Wohnung war perfekt aufgeräumt und sauber. Ich hätte das Baby wickeln müssen. Trotzdem riss ich als erstes immer alle Fenster auf, um ordentlich durchzulüften, und hoffte inständig, dass mein Mann nichts davon merkt. Genau. Das war der erste Teil. Vielen Dank. Und das ist eine Geschichte, die noch in Arbeit ist, hast du gesagt. Ja, genau. Also für mich hat sich das schon sehr fertig angehört. Woran merkst du, dass es noch nicht fertig ist? Oder wie definierst du diesen Status und wie wirst du weiter vorgehen? Naja, erstmal merke ich, dass der Text noch nicht zu Ende ist, ne? Also es fehlt ja, es gibt diese Rückblende, man weiß, es ist was passiert. Valentina liegt wahrscheinlich verletzt im Krankenhaus und sozusagen jetzt muss ich noch den Weg dazwischen beschreiben, wie sie da hingekommen ist. Und tendenziell habe ich auch immer das Gefühl, dass es manchmal auch hilft, so eine Geschichte liegen zu lassen und dann nochmal neu hervorzuholen. Und manchmal verbinden sich dann sozusagen Geschichten, die man gehört hat, oder Bilder, die man vielleicht noch in der Zwischenzeit gesammelt hat und die man dann einfügt. Aber tendenziell würde ich sagen, dass es bei einer Kurzgeschichte natürlich sehr viel einfacher ist, diese Strecke zu machen und zu sagen, okay, das ist die Handlung und dann muss ich von A nach B kommen. Und dann gibt es natürlich immer noch den Status, dass man die Geschichte überarbeitet oder dass man sie laut vorliest oder dass man sie jemandem gibt und nach einer Meinung fragt. Aber also das sind so Schritte, die typischerweise für dich dazu gehören. Also ja. Du hast jetzt gerade gesagt, laut vorlesen, also du dir selbst. Genau, also ich merke schon, ne, wenn ich die jetzt hier laut vorlese, dann bin ich schon fast dabei, den Stift zu zücken und hier und da noch ein Wort zu streichen oder was dazu zu fügen. Und dann hast du gesagt, du gibst sie Freunden. Oder? Genau, also das würde ich jetzt auch nicht so zur Regel machen, aber ich glaube schon bei Texten, die mir sehr wichtig sind oder wo ich mir unsicher bin, habe ich sozusagen ein paar Menschen. Meistens sind es tatsächlich einfach auch AutorInnen, Kolleginnen, die dann die Texte auch lesen und ja, mit denen ich darüber spreche.
oder dich vielleicht auch konkret nach einer Sache frage. Manchmal auch einfach nur hören wir, ja, ist gut, mach weiter. Hast du spezielle Leute, die das wissen, dass du an manchen Punkten genau das hören musst? Ja, also ich glaube tatsächlich, umso intensiver man so eine Beziehung mit jemandem eingeht, umso mehr weiß man dann auch von dem anderen oder der andere weiß dann von einem, glaube ich, ganz gut, an welchem Punkt man ist und wann man, genau, man vielleicht einfach nur das gerne hören möchte. Und du hast ja jetzt so gesagt, dir fehlt noch das Ende. Also die Geschichte ist ja eigentlich noch gar nicht fertig geschrieben. Also fertig geschrieben sowieso noch nicht, aber die Handlung ist auch noch nicht bis zum Ende da. Bist du eine, die wartet bis zum Schluss, bis alles da ist, bis du in die Überarbeitung gehst? Oder arbeitest du auch jetzt schon an den Textteilen, die da sind? Also ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch, glaube ich, sehr viel über Überarbeiten nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich, glaube ich, einfach permanent überarbeite. Also ich habe ganz selten wirklich eine Geschichte im Kopf und schreibe die dann auf von Anfang bis Ende, sondern ganz oft sind das so Fragmente, die sich dann irgendwie zusammenfügen zu einer Geschichte. Ja, sag, was war nochmal die Frage? Genau, also ich wollte wissen, ob du erst am Ende überarbeitest, aber du hast gesagt, nee, du überarbeitest eigentlich permanent. Ja, oder die Frage wäre sozusagen, was ist die Überarbeitung und was ist das, was man ja immer bezeichnet, als man muss sozusagen für jede Geschichte eine Form, eine Sprache finden, eine Stimme, einen Rhythmus, was auch immer. Das ist ja eigentlich die ganze Zeit wie so eine Suche, die ja auch auf halber Strecke sozusagen bedeuten kann, dass man alles wieder umwirft und sagt, nee, ich muss doch eine andere Perspektive wählen oder so. Ist dir sowas schon passiert? Ja, wobei ich auch oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann oft Sachen ausprobiere, um dann doch am Ende wieder dahin zu kehren, wo ich am Anfang war. Aber ich glaube, genau, es hat auch was damit zu tun, ob man jemand ist, der sozusagen die Sachen ausprobieren muss. Ich glaube, ich muss das dann immer machen, um zu sehen, ob es funktioniert. Und manche haben sozusagen das ganze Konzept auch schon im Kopf. Also es gibt eine Autorin, die ich sehr toll finde, Rachel Cusk, die erzählt hat, dass sie eben auch als Mutter von zwei kleinen Kindern eigentlich alle ihre Texte immer im Kopf komponiert hat, während sie sozusagen tägliche Sachen erledigt hat, aufgeräumt hat, Geschirr gespült hat und dann eigentlich nur noch auf den Moment gewartet hat, eine Woche oder so, wo sie das alles aufschreiben kann. Aber das Buch war sozusagen schon mehr oder weniger fertig. Das heißt also, es gibt nicht nur unterschiedliche Schreibtypen, sondern auch unterschiedliche Überarbeitungstypen. Das hängt dann auch zusammen. Ja, genau. Ich glaube, ich würde sagen, das ist ja wahrscheinlich wirklich die Frage ist, wie man schreibt. So. Und der Schritt, der danach dann ja auch noch kommt, ist die Veröffentlichung. Wenn wir nochmal zu deinem Roman gucken, also dein Roman Wir im Fenster, der ja auch in einem renommierten Verlag erschienen ist, dem Aufbau Verlag. Was hat der für Schritte durchlaufen, bis das soweit war? Ja, also erstmal war es tatsächlich meine Abschlussarbeit. Also ich habe ja in Leipzig studiert und das hört sich immer so komisch an, Abschlussarbeit, aber tatsächlich gibt man am Ende dann ein Projekt ab. Also es kann ein Theaterstück sein oder eine Sammlung von Kurzgeschichten oder eben ein Auszug aus einem Roman längerer. Und sozusagen, das war für mich so der erste Schritt, diese Abschlussarbeit einzureichen.
Und dann gab es auch schon eine Agentur, dann habe ich sozusagen schon mit einem Agenten darüber gesprochen. Und da findet ja auch schon wie so eine Lektoratsarbeit statt oder man tauscht sich sozusagen darüber aus, was könnte das sein für ein Buch oder wo könnte das damit hingehen. Und genau, aber auch da habe ich eigentlich zwischendrin immer mit insbesondere einer Kollegin gesprochen und sie hat immer wieder verschiedene Versionen gelesen und ja. Ja, welche, also ich kann, wir haben ja geguckt, ich kann sozusagen einmal diesen Ordner zeigen. Vielleicht ja, erschließt toll. Sich das dann so ein bisschen auch, wie viel Zeit vergangen ist und zwischen den ganzen Versionen lag. Ich probiere. Also das heißt, wenn du von Versionen sprichst, das heißt, du speicherst die Texte jeweils auch als einzelne Versionen ab. Genau. Also das ist das auch, was ich meinte, dass ich ganz oft Sachen ausprobiere und dann aber die Sicherheit brauche, dass ich wieder sozusagen zu dieser vorigen Idee zurückkehren kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ganz viel verändert, dann speichere ich meistens eine neue Version ab. So, ich gehe auf Desktop. Genau, jetzt müsstet ihr das sehen. Jetzt sehen wir deinen Desktop, genau. Hier ist zum Beispiel mein alter Roman, Wir im Fenster. Das sind sozusagen die neuen Ordner zu dem neuen Projekt. Aber ich zeige jetzt mal hier den Wir im Fenster Ordner. Und da sieht man schon, dass es einige Versionen sind. Ich mache dann immer auch vorne sozusagen das Datum. Das glaube ich, meine ordentliche Seite, dass ich dann alles mal mit Datum abspeichere. Und hier sieht man quasi die ganzen Versionen. Also zwischendrin kommt dann immer so eine Lesefassung. Lesefassung bedeutet dann immer wahrscheinlich, ich wollte es an jemanden schicken, zum Beispiel an meinen Freund Huck. Und genau, so geht es dann weiter. Oder hier kommt dann nochmal irgendwann ein Feedback von Magdalena. Das ist dann in Kommentaren wahrscheinlich dran. Genau. Dann habe ich einmal hier komplett die Rahmenhandlung rausgenommen. Das ist dann Wir im Fenster ohne Rahmen. Oder auch sehr schön, Wir im Fenster nur Mut. Das war wahrscheinlich eine Version, in der ich sehr viel geändert habe. genau, und jetzt sieht man schon hier Lektorat 1. Da habe ich mit meinem Lektor zusammengearbeitet. Und wie sah diese Zusammenarbeit aus mit dem Lektor? Auch unterschiedlich. Also ich glaube, es gab auch dann natürlich mehrere Runden. Und also erstmal haben wir sehr viel einfach gesprochen, uns getroffen und darüber geredet. Und dann irgendwann gab es sozusagen wie so ein Feinlektorat mit Kommentaren direkt im Text. Also immer markiert, das verstehe ich nicht, das sagt man so nicht, was auch immer. Natürlich alles sehr, sehr nett und sehr einfühlsam. Und dann gab es, was glaube ich wirklich sehr selten ist und was aber total schön war, eine große Lektoratssitzung am Ende, wo wir uns 2 Tage bei ihm im Büro eingeschlossen haben und mit Kardamom, Schnecke und Croissant ich ihm sozusagen den ganzen Text komplett von vorne bis hinten vorgelesen habe. Oh, wow. Also ich habe gelesen und er hat zugehört. Ich weiß nicht, was anstrengender war. Sozusagen immer, wenn uns irgendwas aufgefallen ist oder wenn irgendwas komisch geklungen hat, dann konnte man sozusagen Einspruch erheben. Das war dann die letzte große Lektoratsrunde und dann genau, gibt es hier Final. Dann kommt natürlich noch das Korrektorat. Also dann kommen, glaube ich, noch mal mindestens 2 Menschen,
die ganz, ganz genau lesen. Dann kommt noch mal eine Fahnenkorrektur, also wo auch der Satz kontrolliert wird. Und genau. Und dann Hier kommt sieht das zum ersten Cover. Mal das Buch. Und wie viel Zeit liegt da jetzt zwischen diesen ganzen Versionen? Fassungen. Fassungen? Also wenn ich das hier so richtig sehe, 18.104, also sozusagen Anfang 2018. Wobei ich auch sagen muss, dass das Projekt vorher noch einen anderen Namen hatte. Das heißt, es gibt auch schon einzelne Fragmente, die vorher unter einem anderen Namen auch irgendwo auf dem Computer liegen. Aber ja, genau, ich glaube so, ja, 2000, ich glaube ehrlich gesagt 2016, Ende 2016, Anfang 2017 gab es so die ersten Entwürfe und dann ist das Buch ja tatsächlich erst 2019 erschienen im Herbst. Wobei man auch sagen muss, dass man eigentlich also immer ein Jahr dazwischen liegt. Also man gibt dieses Buch ab und dann vergeht sehr viel Zeit und dann erscheint es. Und in der Zwischenzeit wird sozusagen das Cover entworfen und ja. Also viele, viele, viele Arbeitsschritte, bis es letztendlich wirklich im Handel ist und zu kaufen gibt. Ja, auf jeden Fall. Dann frage ich jetzt an der Stelle mal Nadja, ob es vielleicht schon Fragen gibt an Lene. Ja, durchaus. Also die erste Frage bezieht sich auf das, was du direkt gemacht hast, uns nämlich die Versionen zeigen. Und die Frage uns von Özge und lautet, kommt man mit den ganzen Versionen nicht durcheinander, also wenn man so viele Fassungen von einem Roman hat? Ja, wobei ich glaube, dass man ja eigentlich immer dann, wenn, dann auf die letzte zurückgreift. Da hätte ich eine interessierte Also, Nachfrage, weil du ja ja. vorhin so sehr betont hast, dass du unter anderem deswegen speicherst, weil du Sorge hast, dass dir sonst die Version verloren geht, wenn das Experiment nicht glückt. Ja. Also arbeitest du immer mit der letzten Version weiter oder gehst du dann vielleicht auch mal eine oder drei oder vier Versionen zurück, um neu anzusetzen? Ich glaube, vielleicht ganz am Anfang im Arbeitsprozess. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich dann so eine Entscheidung getroffen habe, sonst wird man ja auch wahnsinnig, dass ich dann tatsächlich eine Sache ausprobiere oder eben dann einmal diese Rahmenhandlung rausnehme und gucke, okay, wie wirkt das? Aber ich glaube, es ist immer gut, wenn man eben so in den Text eingreift, so für das eigene Gefühl, so eine Sicherheit zu haben. Man könnte das rekonstruieren sozusagen, man könnte das wiederherstellen. Vielleicht ist es auch mehr so eine Versicherung, um mutig im Text zu streichen und Sachen zu verändern. Okay. Es ist noch eine zweite Frage ganz aktuell reingekommen von Janina. Janina meint, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber wie bist du genau an den Verlag gekommen? Durch einen Literaturagenten? Wenn ja, wie bist du an den gekommen? Also die Geschichte geht so, dass ich in Klagenfurt bei dem Häschenkurs gelesen habe. Also es gibt ja den großen Bachmann-Wettbewerb und dann gibt es immer den Klagenfurter Literaturkurs, heißt das, glaube ich. Das ist so für die NachwuchsautorInnen. Und da hat man eigentlich einfach wie so ein Mentoring, also man kann mit vier verschiedenen Autorinnen über den eigenen Text sprechen. Und am Ende gibt es eine große Lesung und im Publikum sitzen dann meistens Agenten und Verlegerinnen und die, genau, gucken sich sozusagen den Nachwuchs an. Und dann war, oder ich glaube, ich kannte den Agenten aber schon vorher irgendwie vom Sehen und dann ist er aber nochmal auf mich zugekommen und die suchen ja explizit nach Menschen. Also ich glaube, wenn man einfach bei Wettbewerben, bei Stipendien ist oder auch vielleicht Leuten einfach was schickt, dann
Ja, sind die Chancen gut. Okay, Katrin, ist noch Platz für eine weitere Frage? Eine können wir gerne noch hören. Bezieht sich nochmal auf die Arbeitsfassung. Ramona möchte gerne wissen, hast du in deinen Arbeitsfassungen immer den gesamten Text in der Datei oder arbeitest du an einzelnen Abschnitten, die du extra speicherst? Immer alles in einer Datei. Okay, dann übergebe ich wieder an Katrin und schalte bei mir wieder Mikro und Video aus. Danke, Nadja. Wenn du sagst, du arbeitest dann an dem Text weiter, kannst du noch ein bisschen genauer sagen, wie du das machst und was du machst? Was meinst du genau mit weiterarbeiten? Ja, also du hast jetzt, oder das kam jetzt gerade durch die Frage, arbeitest du mit einzelnen Szenen oder mit dem gesamten Text? Und dann habe ich so mich gefragt, was heißt das eigentlich, wenn du daran gehst? Also du hast schon gesagt, du liest es dir selber laut vor, aber gibt es auch sowas, dass du nach bestimmten Sachen speziell guckst, wenn du Texte überarbeitest? Oder guckst du einfach, was dir auffällt? Ich glaube, das ist wirklich sehr abhängig von dem Stadium, in dem sich der Text befindet. Also wenn es, also jetzt zum Beispiel bei dem Romanprojekt, wo ich sagen würde, ich bin vielleicht so die halbe Strecke gelaufen und habe sozusagen schon ein gutes Gefühl und habe irgendwie schon einen Ton und habe schon sozusagen ein Konzept, eine Form gefunden. Dann ist es aber immer noch so, dass ja, Zeit vergeht und ich dann wieder eine neue Idee habe und das Gefühl habe, okay, diese Figur müsste jetzt irgendwie zum Beispiel noch mehr Raum bekommen. Okay, wie könnte ich das machen? Welche Szene könnte ich ausbauen oder welche Szene könnte ich einbauen, um diese Person vielleicht noch mehr vorzustellen? Und wenn das wirklich eine Kurzgeschichte ist, ja, manchmal ist es auch einfach, sich an den Rechner setzen, die Geschichte lesen von A nach B, nach C und dann gucken, was einem sozusagen einfällt. Also das hört sich so blöd an, ne? Aber ich glaube, anders kann ich es gar nicht beschreiben, dass es so intuitiv ist, dass man wirklich einfach sich manchmal einfach hinsetzen muss und im Schreiben dann die Idee kommt. Also ich weiß gar nicht, ob die Idee vorher da war oder ob sie sozusagen erst im Schreiben entsteht. Also indem du Arbeit reinsteckst, passiert was. Du hast ja jetzt gerade von deinem neuen Romanprojekt geredet. Liest du daraus auch noch mal was vor? Ja, also das ist wirklich nur ein sehr kurzer Ausschnitt jetzt. Ich sage vielleicht ganz kurz, also es geht so ein bisschen um die deutsch-togolesische Kolonialvergangenheit und das ist wirklich ein Projekt, was mich unglaublich lange beschäftigt hat. Also ich glaube, dazu gibt es mindestens 3 Vorgänger oder so. Also das Projekt war schon vor dem ersten Roman da und ich habe es immer wieder abgebrochen und immer wieder neu angefangen. Und in dem ersten Teil von diesem Buch gibt es sozusagen eine Ich-Erzählerin, die nach Togo reist und eigentlich erstmal nur von ihren Begegnungen erzählt oder verschiedene Begegnungen hat mit Menschen. Und dieser Auszug ist jetzt sozusagen in Togo, aber sie erinnert sich an die Zeit kurz davor. Achso, und der Arbeitstitel ist Der weißeste Fleck. Was die Motive betrifft, so fand ich sie in den Büchern. Jeden Abend setzte ich mich in den Lesesaal der um diese Uhrzeit verwaisten Bibliothek. Unter einem weißen Laken leuchtete der Bildschirm meines Computers in rhythmischen Abständen auf wie ein elektronisch gesteuertes Gespenst. Es war der Platz des Bibliothekars. Über mir baumelte die Welt, ein aufblasbarer Globus, dem langsam die Luft ausging. Irgendjemand musste ihn irgendwann an diesen Ort gehängt und dann einfach vergessen haben. Ich postierte das Aufnahmegerät vor mir, legte mir die Kopfhörer bereit, um das Material des Tages abzutippen, aber dann zog es mich zu den Büchern.
Der Bestand der Bibliothek umfasste ausschließlich Spenden aus deutschen und französischen Stadtbüchereien, aussortierte und überflüssige Exemplare, die dafür allerdings erstaunlich gepflegt waren. Sie trugen Stempel im Inneren, die ihre Herkunft auswiesen, wie Reisepässe, grüne und rote. Manche waren datiert, viele in deutscher Sprache, andere auf Französisch, kein einziges in der lokalen Sprache. Ich zog ein grünes Buch heraus, Conrad Joseph. Am Anfang beschrieb Marlowe seine Sehnsucht nach einem Fleck auf der Landkarte, der größte, der weißeste sozusagen. Jemand hatte die Passage unterstrichen und mit Filzstift ein Ausrufezeichen daneben gemalt. Der Fleck, las ich weiter, hatte sich seit meiner Jugend mit Flüssen und Seen und Namen gefüllt. Er hatte aufgehört, ein leerer Raum köstlicher Geheimnisse zu sein. Ein weißer Fleck, über dem ein Junge sich in glorreiche Träume verlieren konnte. Er war zu einem Ort der Finsternis geworden. Der weiße Fleck, dachte ich, und damit auch die Finsternis, konnten nur Marlowe selbst bezeichnen. Ich malte gleich Marlowe samt Fragezeichen neben das Ausrufezeichen. Dann putzte ich mir die Zähne und dachte, während ich mit der Zunge über die glatte Fläche einer leichten Erhebung strich, an den Zahnarzt, der mir, kurz bevor ich aufgebrochen war, noch schnell eine neue Füllung verpasst hatte. Ich hatte seine Adresse aus dem Internet gefischt. Er hatte schlechte Bewertungen, aber mein Zahnarzt war im Urlaub gewesen und es hatte keinen Arzt in der Nähe gegeben, der so spontan noch einen Termin frei hatte. Er war ein junger Kerl, ganz in Weiß gekleidet, braun gebrannt und mit blonden kurzen Haaren, der unablässig auf mich einredete und Fragen stellte, obwohl ich ihm mit dem weit aufgesperrten Mund und den ganzen Schläuchen und Geräten darin nicht antworten konnte. Die Lampe hatte mir heiß ins Gesicht geleuchtet, der Stuhl schien viel zu weit gekippt, sodass ich mich mit den Händen an den Seiten der Liegefläche festhielt, um nicht Stück für Stück nach hinten zu rutschen, was mir ebenso absurd wie notwendig erschien. So ausgeliefert wurde ich erstaunlicherweise mit einem Mal ruhig. Die Passivität machte mich schläfrig. Ich roch das warme Gummi seiner ebenfalls weißen Handschuhe, sah die feinen Härchen auf seinen gebräunten Armen. Manchmal schloss ich die Augen, öffnete ich sie, fiel mein Blick auf eine Fotografie von einem Urwald, eine gerahmte Luftaufnahme, sehr geschmackvoll, möglicherweise ein Abzug aus dem Werk des brasilianischen Fotografen Salgado. Mit einem metallenen Stab, der am Ende gebogen war, kratzte der Arzt an der Oberfläche meiner Zähne herum, drang in die Zwischenräume, es tat nicht weh, trotzdem schossen mir Tränen in die Augen. Was ich denn um alles in der Welt in Afrika wollte, fragte er und redete weiter. Jetzt bereute ich, dass ich ihm in einer Art Smalltalk vor der eigentlichen Behandlung erzählt hatte, dass mein kurzfristiger Besuch dem Umstand einer längeren Reise geschuldet war, die mir bevorstand. Es gab doch hier genug zu tun, sagte der Zahnarzt, der durchaus so auf mich wirkte, als hätte das Leben es mit ihm bisher sehr gut gemeint. Ob ich mich selbst loswerden wollte, hatte ich an all die Krankheiten gedacht, die ich mir dort holen konnte. Seine Hände wussten offenbar, was sie taten. Er führte alle Griffe routiniert aus. Trotzdem wuchs meine Anspannung. Es hatte auch damit zu tun, dass er während seiner Rede die Zahnarzthelferin drängte, mit dem Schlauch immer weiter in den Rachenraum vorzudringen. Als die Zahnarzthelferin, die mir bis dahin kaum aufgefallen war, weil der Arzt den Raum so sehr dominiert hatte, versehentlich den Schlauch, der an der Spitze einen kleinen Sauger aus Plastik hatte, losließ und Wasser gemischt mit Speichel und Blut über meine Wangen floss, fuhr sie hart an, vollkommen unangemessen. Ob sie zu dumm wäre, einen Schlauch ordentlich zu halten. Er verlangte keine Höchstleistungen hier, nur eine Hand, die hielt, was sie halten sollte, weil er es sagte. Ich roch seinen Kaffeeatem, ihre Angst, die vielleicht auch meine war. Ich wollte etwas sagen, aber befürchtete, er würde mit der scharfen Spitze des Bestecks vom Zahn ins Fleisch gleiten, wenn ich meinen Mund unvorgesehen und ruckartig bewegte. Auf ihren Pupillen schwammen Kontaktlinsen. Sie war so nah über meinen Körper gebeugt, dass ich ihre Brüste spüren konnte. Sie verengte die Augen, auf den Lidern schimmerte ein bronzefarbenes Pulver. Winzige Haare verrieten, dass sie die Brauen in eine andere als die urwüchsige Form zupfte. Das alles sah ich wie unter einem Brennglas, was bedeutete, dass sie mich ebenfalls so sehen musste. Die Krümel der am Morgen sorgfältig aufgetragenen Mascara in den winzigen Falten unterhalb der Augen. Sie sagte nichts. Auch er schwieg. Mit Blicken versuchte ich ihr meine ungeteilte Solidarität zu vermitteln, aber sie sah mich nicht
Ah, nur einmal rutscht ihr Blick vom Mund zu meinen Augen aufwärts und sie wirkte fast erschrocken. Als die Behandlung abgeschlossen und meine Mundwinkel trocken und wund waren, der Arzt das Zimmer verlassen hatte, riss sie mir den Papierfetzen, der als eine Art Lätzchen gedient hatte, derartig vom Hals, als würde sie mich für diese Erniedrigung strafen wollen, obwohl ich nur Zeugin gewesen war. Jedes Mal, wenn ich jetzt über die Füllung fuhr, sah ich ihren verächtlichen Blick vor mir. Warum hatte ich nichts gesagt? Ich presste die Kiefer aufeinander und legte mich in eins der frisch bezogenen Betten aus Teakholz. Ich schloss die Augen, hörte von draußen das leise gestellte Radio des Nachtwächters, sein beinahe tonloses Summen zur Musik und fand schließlich in einen mühsamen Schlaf. Vielen Dank für diesen Einblick in dein aktuelles Romanprojekt. Du hast am Anfang gesagt, du hast es schon ganz oft abgebrochen und wieder neu angefangen. Wie kommt das, dass du das schaffst, immer wieder neu anzufangen und es immer wieder in die Hand zu nehmen? Naja, ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, dass mich das Thema nicht loslässt. Also ein Stück weit kann man sich ja Themen aussuchen und manchmal ist es aber auch so, dass man einfach, oder ich glaube bei vielen ist es so, dass man Themen hat, die einen einfach interessieren, weil man bestimmte Erfahrungen gemacht hat oder weil man sich eben für eine bestimmte Sache interessiert und dieses Thema kommt sozusagen immer wieder zurück. Aber ich glaube, ich hatte einfach immer wieder das Gefühl, dass ich sozusagen, dass meine, wie sagt man, mein Können noch nicht ausreicht, um das zu erzählen. Also es war immer wieder ein Anlauf und dann am Ende doch wieder das Gefühl, ja okay, vielleicht ist es das noch nicht. Und dann kommt aber im besten Fall wieder eine neue Idee. Aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt einfach mal weitergeht. Weißt du schon, was deine nächsten Schritte jetzt sind? Glücklicherweise weiß ich das gerade. Also das ist auch immer eine gute Zeit, wenn man das Gefühl hat, man weiß ganz genau, was zu tun ist und man weiß, was man schreiben wird, wenn man am nächsten Tag den Laptop aufklappt. Das ist ja nicht immer so, aber ja. Also das heißt, du hast bestimmte Szenen im Kopf, die du schreiben wirst und weißt, worauf es hinauslaufen soll. Ja, genau. Sehr schön. Ja, dann würde ich jetzt gerne nochmal die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, wenn noch Fragen sind. Ja, es sind noch Fragen, die sind jetzt nicht live reingekommen, die sind aber, ich glaube gestern, haben wir schon mal zusammen überlegt, was wir denn Lene alles fragen könnten. Also die Studierenden des kreativen Schreibens haben das überlegt und meine Frage an die Anwesenden ist, ob ihr eine dieser Fragen jetzt vielleicht einfach stellen möchtet oder ob ich mal auf unseren gemeinsamen Spickzettel schauen soll. Also ich würde jetzt mal 3 Sekunden warten und wenn bis dahin niemand winkt, auf den Spickzettel schauen. So. Dann habe ich hier eine Frage von Jasmin, die auch gerade zuhört. Und das passt auch gut zu den Arbeitsprozessen. Die fragt nämlich Freiheit durch Struktur oder Struktur durch Freiheit. Und damit meint sie, wie strukturiert ist dein Tag beim Schreiben oder wie strukturierst du eigentlich deinen Arbeitsalltag? Das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich nämlich auch viel nachgedacht. Weil ich natürlich, oder ich auch von Rachel Cuss diesen unfassbar klugen Gedanken gehört habe, dass sie meinte, man spricht immer so oder man stellt dann AutorInnen immer so die Frage, naja, und wie sieht denn deine Routine aus und wie schreibst du? Tatsächlich ist es ja aber so, dass auch die meisten AutorInnen total eingebunden sind. Also ich kenne wenige, die nicht nebenher arbeiten müssen oder irgendwie noch einen Brotjob haben, die sich nicht kümmern müssen um ältere Menschen, Freunde, Kinder, Familie und so weiter. Also ich glaube, das mal vorweg, dass tatsächlich, wenn ich jetzt
schreiben könnte, wie ich wollte, dann sähe das bestimmt anders aus. Aber tatsächlich ist es so, dass ich gerade einfach versuche, jeden freien Raum, den ich habe, mich an den Text zu setzen. Und manchmal bedeutet das eben, dass man erstmal wieder reinfinden muss in den Text. Aber das heißt, ich kann gar nicht so sehr entscheiden, wie ich morgens oder abends schreibe, sondern ich schreibe halt dann, wenn die Zeit dafür da ist. So. Ja. Dann würde ich total neugierig dann nochmal nachhaken. Wie sieht das dann in der Umsetzung aus? Also wie viele Tage die Woche kommst du zum Schreiben? Und ist das manchmal nur eine halbe Stunde oder hast du dann einen ganzen freien oder einen Vormittag, den du dir irgendwie freigeschaufelt hast oder eine halbe Nacht oder einen Abend? Es ist auch unterschiedlich, weil die Jobs auch immer unterschiedlich sind. Also ich glaube, gerade in diesem Pandemiejahr, genau, war ich da nicht sehr wählerisch. Das heißt, ich arbeite die Jobs, die reinkommen. Und das bedeutet auch, dass ich vielleicht mal eine Woche überhaupt nicht an dem Text arbeite, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil eigentlich diese, ich glaube, eigentlich idealerweise ist man immer in Kontakt mit diesem Text auf eine Art und Weise, also kann gedanklich sozusagen da dranbleiben. Und das gelingt natürlich nicht so gut, wenn man, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei Wochen zwischendrin irgendwas anderes organisiert oder so und in einem ganz anderen Modus steckt. Und ansonsten finde ich es immer gut, wenn ich sozusagen mir den Tag frei einteilen kann, tatsächlich erstmal zu schreiben. Also das immer als Priorität zu nehmen und zu sagen, alles andere mache ich dann nach 13 Uhr oder so. Und der Vormittag gehört jetzt erstmal dem Romanprojekt. Okay, du hast ja auch ein Netzwerk mit Frauen oder Autorinnen, die in der gleichen Situation sind oder in einer ähnlichen Situation. Magst du dazu noch kurz was sagen? Mit einer ähnlichen Situation meinst du die Writing with K, Writing with Rage, ja. Autorinnen? Ja, genau. Also wir sind eigentlich ein Netzwerk aus Autorinnen, aber auch offen sozusagen noch für andere Menschen, die Care-Arbeit leisten im Prinzip, also Kinder versorgen, eigene oder andere Kinder und oder sich um ältere Menschen kümmern. Tatsächlich ist das ja ein Aspekt, der beim Schreiben immer komplett ausgeblendet wird, also das Schreiben immer so sehr männlich gedacht wird und dieser Schreibraum auch ein sehr männlicher ist im Sinne von, für einen wird gesorgt, während man schreibt. Also es gibt dann irgendwie jemand, der einem was zu essen reinreicht, während man irgendwie ganz in seinem Schreibwahn ist. Ich will gar nicht bestreiten, dass es das auch gibt, aber ich glaube, für viele gibt es eben auch eine sehr andere Realität, nämlich dass man einfach einen Alltag lebt und eben auch für andere Menschen da ist. Und genau, ich glaube, für uns ist es sehr wichtig, das so sichtbar zu machen, um dieses Bild von dem einsamen Schriftsteller auch so ein bisschen aufzubrechen und auch für ja, gerechtere Bedingungen im Literaturbetrieb zu kämpfen, weil bestimmte Dinge wie zum Beispiel Aufenthaltsstipendien einfach nicht möglich sind, wenn man sich um andere Menschen kümmert. Oder das beste Beispiel eigentlich die diesjährige Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert, die dann gesagt hat am Ende, ich bin so froh, dass ich das jetzt über Skype machen kann oder dass es sozusagen diesen Wettbewerb online gibt, weil sie ihren kranken Mann pflegen muss, der irgendwie über 80 ist, so. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die jetzt langsam ins Bewusstsein rücken, aber die ganz lange dann, oder Menschen, die ja eben einfach ausgeschlossen waren von diesem Literaturbetrieb. Okay, vielen Dank.
Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Genau. Genau, ich gehe noch mal ganz kurz auf die andere Ebene, um zu gucken, ob jetzt was live in den Chat reingekommen ist. Uiuiui, eine ganze Menge. Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt noch Zeit. So, Dorothee möchte gerne wissen, wie wichtig ist das Feedback von Freundinnen oder Kolleginnen, also Kollegen sind mitgemeint, für das Überarbeiten für dich? Und falls es eine Rolle spielt, wie muss es aussehen, damit du es als hilfreich empfindest? Also ich würde sagen, sehr wichtig, beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen, ich frage die Leute, ja, also ich bitte sie sozusagen um Feedback. Das sind ja dann schon Leute, von denen ich weiß, dass mir ihre Meinung sehr viel wert ist und dass ich an bestimmten Punkten gerne ihre Meinung wissen würde. Und meistens weiß man ja dann auch schon, wie jemand Feedback gibt, beziehungsweise, glaube ich, finde ich das immer für mich gut, mich also vorher wirklich zu fragen, was ich von diesem Feedback mir erwarte, was ich vielleicht gerade brauche, an welchen Stellen ich mir unsicher bin. Und alleine das zu formulieren, hilft ja manchmal schon zu sehen, wo vielleicht ein Text stockt oder wo man nochmal drüber nachdenken muss. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz einfach das Gespräch über ein bestimmtes Thema oder über eine Form oder über Bücher, die man gelesen hat, die einen interessieren. Okay. Aber ich würde fast sagen, also ich glaube, das ist mir fast noch wichtiger im Arbeitsprozess als jetzt ein Lektor zum Beispiel oder ein Agent. So ein bisschen daran anschließend fragt Julia, ich hätte auch eine Frage, wovon lässt du dich am liebsten inspirieren und wie setzt sich das in deinen Texten um? Inspirieren. Ich verstehe jetzt inspirieren mal so als sozusagen einen guten Flow finden. Stimmt das? Oder heißt das neue Ideen entwickeln oder... Also wenn Julia das präzisieren möchte, hätte sie jetzt die Gelegenheit dazu. Und wenn ihr das nicht so lieb ist, dann hast du, Lene, die Freiheit, das so zu interpretieren, wie du möchtest. Also ich glaube, auf Ideen zu neuen Texten, ich glaube, das gelingt mir nicht so gut, jetzt gezielt danach zu suchen. Aber ich glaube, es gibt schon... ja, bestimmte Dinge, die man machen kann, um sozusagen sich auf Ideen zu bringen oder was ich zum Beispiel jetzt verstärkt mache, ist einfach auch viel mehr zu lesen, weil das Buch, das neue Romanprojekt eben viel mehr Recherche umfasst und ich eigentlich auch ein total visueller Mensch bin, das heißt, ich auch ganz viel so Bildmaterial suche. Und ich das auch manchmal schön finde, neben dem Schreiben, was ja irgendwie nicht so mit dem Material zu tun hat, also nicht so sehr haptisch ist, zum Beispiel irgendwelche Anordnungen zu machen. Also ich glaube, man sieht hier so ein bisschen diese gelben Post-its. Das hilft mir, glaube ich, zum Beispiel auch total, einfach damit zu arbeiten, Ideen darauf zu schreiben und die irgendwie räumlich anzuordnen, zum Beispiel. Ich habe noch eine Frage, die daran ganz gut anschließt und dann noch eine weitere. Die daran anschließende Frage ist von Claudia. Claudia hat dein Buch gelesen und schreibt, deine Szenen sind alle sehr detailliert geschrieben. Schreibst du diese aus Erfahrung oder aus Fantasie oder eine Kombination? Beziehungsweise wie schaffst du es, so detailliert zu schreiben? Also ich würde sagen, alles ist ja auch immer Erfahrung, aber ich glaube, die Arbeit von Schreibenden besteht ja tatsächlich darin, bestimmte Erfahrungen zu transformieren und dann sozusagen in neue Situationen und Zusammenhänge zu bringen. Ich glaube, was tatsächlich hilft, ist, sich so ganz krass
in so einem Text versenken zu können, womit wir jetzt wieder bei dem anderen Thema sind, ne? Also sozusagen, manchmal braucht man dann doch diese Abgeschiedenheit und Einsamkeit, beziehungsweise das produziert natürlich oder vereinfacht bestimmte Sachen. Nämlich, dass man sich eben ganz versenken kann in solche Situationen oder ja, Zustände, dass man ganz bei einer Figur sein kann und ja. Okay. Dann habe ich noch eine Frage von Özge zu Überarbeitungsprozessen. Also, wenn man jetzt die Rohfassung von einem Roman hat und die überarbeitet, wie genau gehst du dabei vor? Nimmst du dir deine erste Rohfassung zur Hand oder schreibst du alles neu? Und wie kannst du diesbezüglich vielleicht einige Tipps geben, wie man am besten so etwas überarbeiten kann? Also wie ich gerade ja in diesen ganzen Versionen gezeigt habe, oder ich würde sagen, es gab schon so eine Art Rohfassung, die ich sozusagen als Abschlussarbeit abgegeben habe. Und trotzdem lagen dann bestimmt nochmal, weiß ich nicht, wie viele Fassungen, 20 Fassungen dazwischen sozusagen bis zur eigentlichen Abgabe. Und das ist ja eigentlich auch ein guter Moment, wenn man Material hat, mit dem man arbeiten kann, wo man einfach auch wieder Sachen rausstreichen kann. Und ich glaube, ein Überarbeitungstipp, der mir wirklich, glaube ich, am meisten geholfen hat in der Arbeit an dem ersten Roman. Also ich war an einem Punkt, wo ich sozusagen diesen Text hatte, aber wo ich das Gefühl hatte, ich werde einfach niemals fertig mit irgendeinem Text. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich will wieder von vorne anfangen. Und dann gab es einen Abend, wo eine Lesung war und wo sehr viele andere Autorinnen anwesend waren und ich dann einfach irgendwann mal sozusagen so ein Crowdsourcing gemacht habe und die gefragt habe, die schon Bücher veröffentlicht hatten, wie habt ihr das geschafft, dieses Buch fertig zu schreiben, um Gottes Willen, weil man sieht es ja von außen irgendwie nicht. Und da hat eine Kollegin Jade Önder gesagt, ja, weißt du was, bei meinem letzten Theaterstück habe ich einfach auf einen richtig guten Tag gewartet, bis es mir, also sozusagen, wo ich so auch den Text ganz okay fand, es gibt ja auch Tage, wo man irgendwie einfach mit allem unzufrieden ist, aber sozusagen ein guter Tag. Und dann hat sie einfach nur die Passagen, die sie richtig, richtig gut fand, stehen gelassen, hat alles andere rausgeschmissen. Und hat dann sozusagen mit diesen richtig guten Fragmenten weitergearbeitet, weil ich glaube, manchmal ist es auch extrem schwer, wenn man schon so einen Textkörper hat, ja, da jetzt wieder so krass einzugreifen, ne, und wieder Sachen rauszunehmen. Aber an manchen Punkten ist es vielleicht trotzdem wichtig, dann einfach zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt total mutig von der Hälfte des Textes und arbeite einfach mit der anderen Hälfte weiter. Und das ist aber wirklich sozusagen die Hälfte, die ich wirklich gut finde. Es sind noch zwei weitere Fragen reingekommen. Und deswegen frage ich jetzt mal Katrin, wie sieht es mit der Zeit aus? Ich denke, wir sollten langsam zum Ende kommen. Aber vielleicht können wir diese beiden Fragen einfach noch kurz mit reinnehmen. Die eine ist komplex, aber ich reiche sie trotzdem beide mal rein. Claudia fragt, du hattest, als du deinen Screen geteilt hast, einen Ordner mit Textfragmenten. Welche sind das und für was sind die? Ein Ordner mit Textfragmenten, brauche ich, glaube ich, gerade noch einen Hinweis, was das genau ist. Also ich glaube, es anscheinend gibt ein Ordner, den du so bezeichnet hattest. Ich glaube auch auf deinem Desktop. Guck mal gerade, Kurzprosa vielleicht. Vielleicht ist es das. Also genau, generell probiere ich natürlich irgendwie auch mal so eine Art Ordnung zu schaffen, damit da nicht so 1000 Dokumente rumfliegen. Und es gibt einen Ordner, der heißt Kurzprosa, wo tatsächlich zum Beispiel jetzt diese Kurzgeschichte drin liegt, die noch nicht fertig ist, wo ich noch dran arbeiten will oder andere Ideen
genau, die noch nicht ausgereift sind, auf die ich vielleicht auch niemals zurückkomme und ja, auf andere. Mhm. Genau, und die letzte Frage, da hattest du schon Teile beantwortet, als du erzählt hast, wie du an deinen Literaturagenten gekommen bist. Und vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen präzisieren. Die Frage ist von Özge und lautet, wie gehst du eigentlich an einen Verlag ran, wenn du ein Exposé schickst? Gibt es Dinge, die man beachten muss, um einen Verlag zu kommen? Genau. Ja, also glücklicherweise war ich ja sozusagen gar nicht in der Situation, dass ich jetzt auf den Verlag zugehen musste, sondern das hat dann tatsächlich der Agent für mich gemacht. Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, wie das System funktioniert. Mhm. Ich glaube, es wäre super, wenn du einfach drei Sätze dazu sagst, was sind denn eigentlich Literaturagenten und was für eine Funktion haben die für Autoren und Autorinnen? Ja. Also Agenturen arbeiten auch sehr unterschiedlich, aber im Prinzip sind sie sozusagen die vermittelnde Instanz zwischen dem Autor, der Autorin und dem Verlag. Das heißt, wenn man früher, oder das kann man natürlich heute immer noch machen, aber es gibt immer weniger, quasi Manuskripte direkt an den Verlag geschickt hat, würde man heute eben eher dem Agent das Manuskript in die Hand geben, der Agent würde sich sozusagen schon mal mit einem hinsetzen und würde schon mal sagen, ah ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass es zu dem und dem und dem passt. Also die kennen dann meistens die Ansprechpartner in den Verlagen und die bieten das dann an. Und tatsächlich gibt es dann so etwas wie ein Bieten, also wie bei einer Auktion, dass ja, im besten Fall mehrere Verlage sagen, okay, wir würden dieses Manuskript gerne veröffentlichen und dann geht es darum, wer wie viel Geld bezahlt, aber es geht natürlich auch darum, dass man die einzelnen LektorInnen kennenlernt und guckt, mit wem man sich vorstellen kann zu arbeiten, wer den Text wie versteht oder auslegt und dann kann man sich sozusagen entscheiden. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Also es gibt auch, ich glaube, Schöffling und Co. zum Beispiel, das ist ein Verlag, die einfach nicht mit Agenten arbeiten, sondern die einfach nur direkt mit AutorInnen arbeiten. So. Okay, ganz vielen Dank für den Einblick. Wir haben keine neuen Fragen mehr im Chat und dann würde ich wieder an Katrin übergeben. Ja, vielen Dank für die Fragen und die Antworten darauf. Und wir sind auch mit der Zeit, die wir veranschlagt hatten für diese Veranstaltung, ziemlich durch. Und ich hatte dich ja gebeten, Lene, dass du einen Tipp formulierst für Leute, die ihre Texte überarbeiten wollen, was ganz konkret ist. Das hast du jetzt gerade schon gemacht. Ist das der Tipp, den du auch geben wolltest oder hast du noch was? Also das ist tatsächlich ganz ehrlich der Tipp, der mir am meisten geholfen hat. Also ich glaube, es kommt ja immer darauf an, wo man gerade steckt in dieser Phase. Wenn man jetzt schon ganz am Ende ist, dann hilft dann das vielleicht nicht so sehr weiter. Aber wenn man irgendwie so stecken geblieben ist mit einem Text und gar nicht weiß, wie man mit dem weiterarbeiten soll, dann finde ich, ist das ein total guter Punkt. Also einfach, genau, vielleicht eine Strichfassung zu machen, Teile zu streichen, aber dann auch zu sagen, okay, man kann diese Fragmente wieder total neu anordnen. Es muss nicht chronologisch bleiben, sozusagen. Das heißt, alle, die jetzt zugehört haben, können als nächstes einen Text nehmen, mit dem sie nicht weitergekommen sind und die besten Stellen, mit denen sie richtig zufrieden sind, rausziehen und als eigene Dokumente oder in ein neues Dokument packen und dann damit weiterarbeiten mit dem, was Sie richtig gut gefunden haben. Okay. Ja, dann ganz vielen Dank nochmal, Lene, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Ich empfehle auch nochmal sehr, sehr gerne deinen Roman Wir im Fenster beim Aufbau Verlag 2019 erschienen. Freue mich sehr, dass du heute hier warst. Die Veranstaltungsreihe wird weitergehen. Wir haben noch drei weitere Termine mit Lena Vöcklinghaus, Saskia Nitsche und Julia Kanzora.
Die Termine stehen noch nicht ganz fest, weil wir noch nicht so wissen, wie das jetzt weitergeht mit Lockdown und so weiter. Das heißt, wir wissen noch nicht, wann wir auf die Technik zurückgreifen können, die wir für dieses Streaming brauchen. Aber wir werden das auf jeden Fall wieder publik machen. Und es wird auf jeden Fall irgendwann im Januar sein, dass wir die nächste Veranstaltung zum gleichen Thema machen. Ich möchte mich nochmal bedanken beim Deutschen Literaturfonds für die Förderung und bei der SRH-Hochschule und besonders bei Felix, der uns hier heute die Technik gemanagt hat, dass das alles so gut gelaufen ist und hier stattfinden konnte. Und man kann die Veranstaltung sich dann später auch nochmal anschauen auf YouTube, wenn man das gern möchte. Danke an alle, die heute hier waren, alle, die zugehört haben, mitgemacht haben. Danke auch an Nadja nochmal für die Moderation der Fragen. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und dir noch einen schönen Abend, Lene. Ja, vielen, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.